Seit 2010 mache ich jetzt schon Videos auf diesem Kanal. Aber irgendwie haben wir noch nie über die Historie von Tokusatsu gesprochen. Dabei hat dieses Filmgenre schon eine sehr lange Geschichte hinter sich. Also, wieso nicht mal einen Blick zurückwerfen und mal sehen, was dieses Filmgenre zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ich bin Tim von Kanal Tricerablu und werde euch mit auf eine kleine Zeitreise nehmen. Eine Zeitreise in die Geschichte der japanischen Live-Action-Serien und damit auch eine Geschichte in die japanische Filmindustrie des 20. Jahrhunderts. Willkommen zur Geschichte der Tokusatsu. Wir schreiben das Jahr 1945. Der Zweite Weltkrieg tobt und die amerikanischen Truppen rücken auf die japanischen Inseln vor. Das japanische Kaiserreich kapituliert jedoch nicht. Am 6. August explodiert über der Hafenstadt Hiroshima die erste Atombombe über besiedeltem Gebiet. Und nur drei Tage später folgt eine zweite über der Stadt Nagasaki. Auf der Stelle sterben 100.000 Menschen. Die gleiche Anzahl sollte an den Nachfolgen der Bomben sterben. 9 Jahre später, 1954, zündeten die USA auf dem Bikini-Atoll testweise eine Wasserstoffbombe. Die Explosion war doppelt so stark wie erwartet. Der nukleare Fallout wird vom Wind fortgetragen, aus der Gefahrenzone hinaus und trifft auf ein kleines japanisches Fischerboot mit dem Namen Daigo Fukurimaru. Der Titel auf Deutsch, ironischerweise, Glücklicher Drache Nummer 5. Kurze Zeit später waren alle 23 Crewmitglieder tot. Euch kommt die Geschichte mit dem Fischerboot vielleicht bekannt vor? Das kann gut sein, denn eine ähnliche Szene findet sich gleich zu Beginn in einem Film, der sowohl untrennbar mit diesen zwei Katastrophen als auch mit dem Filmgenre der Tokusatsu verbunden ist. Lasst uns mit unserer Geschichte bei genau diesen zwei schlimmen Momenten anfangen und einen Blick werfen auf Godzilla. Lasst uns aber mal ganz von vorn beginnen. Godzilla war, wie so vieles in der Filmwelt, gar nicht als das gedacht, was es heute ist. Der Film, den wir heute kennen, sollte eigentlich eine Koproduktion zwischen Japan und Indonesien werden und den indonesischen Markt für japanische Filme erschließen. 1954 war der Zweite Weltkrieg allerdings noch nicht so lange her und die alten Wunden zwischen beiden Ländern politisch noch nicht so ganz ausgeheilt. Das führte dazu, dass die japanische Crew keine Visa bekam und ohne Crew bekanntlich auch kein Film. Somit flog der Produzent Tanaka Tomoyuki nach Japan zurück. Man sagt, dass er noch während des Fluges mit dem groben Entwurf des Drehbuchs für einen Monsterfilm begann. Dazu hatte ihn der US-amerikanische Film The Beast from 20,000 Fathoms, zu Deutsch Panik in New York, und eben genau dieser Vorfall des Fischerbootes inspiriert. Der Rohentwurf des Drehbuchs zeigte Tanaka dann in Japan Mode Iwao, der den Entwurf schließlich abnickte. Zuvor holte er aber einen Experten mit in das Projekt, der die Special Effects machen sollte. Tsuburaya Eiji. Und ja, es ist jener Mann, der das Tokusatsu-Genre noch weiter prägen sollte. Aber das ist Stoff für eine andere Folge in diesem Format. Tanaka wollte für diesen Film Honda Ishiro als Regisseur haben. Der hat vorher unter anderem mit Kurosawa Akira zusammengearbeitet. Die Toho Studios wollten aber zunächst andere Regisseure, doch genau diese sagten alle ab, diese Filmidee sei im Grunde zu lächerlich. Tja, wie man sich da wohl irren kann. Aber so bekam schließlich doch Honda die Stelle. Unser Team war jetzt also ziemlich vollständig. Wir haben Honda einerseits als Regisseur, wir haben Tsuburaya für die Special Effects und Kayama Shigeru sollte als Autor des Films schließlich dienen. Der erste Draft des Drehbuches sah aber noch deutlich anders aus als der heutige. Wenn es nach Tsuburaya ging, sollte das Monster ein riesengroßer Oktopus sein, der Schiffe auf hoher See angriff. Kayama änderte das schließlich. Nun war das Monster eher ein Tier, das an Land kam, um andere Tiere zu reißen und Frauen zu entführen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Frauending, das kenne ich irgendwie schon aus anderen Monsterfilmen. Naja, ein wichtiger Faktor in der Filmindustrie war und ist immer noch das liebe gute Geld.
Und wo Geld auftaucht, kommt es auch ganz oft zu Reibereien. Und so tat sich schließlich ein Diskurs zwischen Tanaka und Tsuburaya auf, den man eigentlich wie folgt zusammenfassen kann. Ey, Tsuburaya, mach mal diesen Monsterfilm, ja? Alles klar, das bekommen wir ohne Probleme hin. Aber es darf nicht zu teuer werden. Aber für einen Monsterfilm brauchen wir schon viele Monsterszenen. Viele gute Monsterszenen. Viele gute Monsterszenen von mir. Aber die werden doch nicht teuer. Werden sie doch nicht. Oder? Und somit wurden die anderen menschlichen Charaktere mit eingebaut, um den Film ein bisschen zu füllen und vielleicht auch nicht unbedingt zu viele teure Monsterszenen mit drin zu haben. Am Ende doch schon sehr ironisch, wenn man bedenkt, dass gerade die Szenen mit dem Beziehungsdreieck vom deutschen Verleih schließlich rausgeschnitten wurden. Wir haben jetzt also eine Handlung, wir haben Charaktere und wir haben ein Monster. Das Monster ist aber immer noch nicht das, wie wir es heute kennen. Aus dem Polypen ist in der Zwischenzeit also ein Säugetier geworden. Tanaka wollte gerne irgendwie einen Gorilla oder einen Wal. Irgendwas in dieser Richtung. Und so dachte sich Tsuburaya, hey, warum nicht einfach beides nehmen? Und so orientierte man sich schließlich an drei Dinosauriern. Einem T-Rex, einem Stegosaurus und einem Iguanodon. Im Grunde eine richtig gute Wahl. Ich persönlich hätte natürlich eher noch einen Triceratops mit eingebaut, aber hey, wer hört denn auf mich? Aber somit war schließlich unsere Echse fertig. Et voilà, Godzilla. Wie erweckt man aber jetzt so eine große Echse zum Leben? CGI gab es damals schließlich noch nicht. Tsuburaya wollte zunächst Stop-Motion verwenden, also praktisch das, was ihr vielleicht hier auf YouTube durch die Lego-Community kennt oder vielleicht auch von den Aardman-Studios bei Shaun dem Schaf zum Beispiel. Man verwendet Puppen, macht ein Foto, stellt sie um, macht dann wieder ein Foto und fügt diese Fotos dann am Ende sehr schnell wie ein Daumenkino zusammen, so dass es wie eine flüssige Bewegung wirkt. Das Problem ist damals wie heute das gleiche. Stop-Motion frisst sehr viel Zeit. Und damit auch Geld. Das hat dann auch Tsuburaya erfahren, als er sich die Planung für Godzilla durchkalkulierte. Die Produktion des Films hätte sage und schreibe ganze 7 Jahre gedauert. Also nutzte Tsuburaya eine Technik, die noch ein bisschen länger begleiten sollte. Die Suitmation-Technik. Man baut schlicht und einfach einen Anzug und steckt einen Schauspieler hinein. In diesem Fall hießen die armen Männer Nakajima Haruo und Tezuka Katsumi. Wieso arm? Tja, der Suit damals war alles andere als schauspielerfreundlich. Der erste Anzug war so schwer, dass der Suit-Actor darin einfach umgefallen ist. Weswegen man den Anzug dann schließlich an der Hüfte teilte, um das Gewicht ein bisschen zu verringern. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Gebäude ein bisschen kleiner skaliert worden. So konnte man zum Beispiel zeigen, wie ein Gebäude von Godzilla platt gemacht wird, ohne den Oberkörper zu zeigen. Später baute man dann zwar einen weiteren Suit, aber in dem war es immer noch so warm, dass man maximal 3 Minuten darin arbeiten konnte. Nakajima zum Beispiel hat ganze 10 Kilo an Gewicht während der Dreharbeiten verloren. Aber nach 71 Tagen waren die Spezialeffekte dann aber doch im Kasten und der Film feierte am 3. November 1954 Premiere in Japan. In Deutschland war es der 10. August 1956. Tja, es ist wohl überflüssig zu sagen, dass der Film ein großer Erfolg war und bis heute 32 japanische Filme und 4 amerikanische Filme hervorbrachte. Godzilla trat gegen viele andere Monster im Laufe der Zeit an und auch gegen sein amerikanisches Vorbild King Kong. Es gibt unzählige Hommages an die Echse und die Kunst der Suitmation sollte das japanische Sehverhalten maßgeblich beeinflussen. Godzilla, ein Archetyp des Monsterfilms und eine Metapher für Katastrophen. Godzilla hat uns oft gezeigt, wie wir Menschen mit Katastrophen umgehen können. Oder wie wir eben nicht damit umgehen können. Wie überfordert wir damit sind, wenn wir die Ausmaße unseres Handelns nicht begreifen. Und wie wir eventuell an unserer eigenen Hybris entweder scheitern oder lösungsorientiert dran arbeiten können. Ich schreibe diese Zeilen hier gerade aus meinem Zimmer und draußen sind es weit über 30 Grad. Und vielleicht ist diese Thematik heute aktueller, als es wir eigentlich wahrhaben wollen.
bleibt am Ende nur noch die Frage, was Tsuburaya Eiji nach Godzilla gemacht hat. Er gründete mit seiner Familie sein ganz eigenes Studio, die Tsuburaya Productions. Und dieses Studio ist seinen Wurzeln bis heute treu geblieben. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Studio genau passierte und die Geschichte der Tokusatsu weiter verfolgen wollt, dann abonniert mich doch einfach und klickt auf die Glocke. Denn Godzilla sollte nicht das letzte Gummimonster in Japan bleiben.